Hey, Duda! Come here! Danke für die Hilfe. Ich bin Alice. Das hier sind Glenda und Martin. Gute Arbeit da draußen. Ja! So einen wie dich brauchen wir hier. Klar, aber das entscheidet Charlie. Feindschiff! Partei! Sie dürfen nicht zum Senkrechtstarter! Ich hab die rechte Seite! Wir sitzen im Pub fest, aber keine Angst, alles im Griff. Wir haben hier einen neuen Freund, der uns hilft. Der Typ ist ein Hammerkämpfer, Charlie. Kommt so schnell wie möglich zum Versteck zurück. Mit eurem neuen Freund. Wir gehen los, sobald die Luft rein ist. Feindschiff aus Richtung West! Hört mal, wir sollten die Schweine auf der Straße treffen. Sie von den Typen fernhalten. Verstanden? Thank you.
Sie sind unten! Arbeit, Leute. Ruhe am Himmel! Keine Feindschiffe mehr! Das ist unsere Chance! Los jetzt! Direkt hinter dir! Schnell! Hier drüben! Na los, hier lang! Oh Mann! Nicht noch ein Feindschiff! Auf jetzt, wir müssen los! Hier lang! Ein Kompliment machen. Eifersüchtig? Genug. Charlie entscheidet über ihn, wenn wir im Versteck sind. Charlie ist unser Anführer. Nach der Bestieninvasion hat er uns alle zusammengebracht. Alle Verbliebenen. Charlie war ein Offizier in der Armee. Was hat er dir erzählt? Er war kein Offizier? Er war nicht in der Armee. Jedenfalls nicht offiziell. Dieser verdammte Lügner. Was heißt das? Nicht offiziell. Charlies Vater war Senator und wollte, dass er Politik studiert und so. Charlie machte auf dem Weg nach Harvard einen Abstecher nach Fort Benning. Schaffte es in die Basis, brach in das Büro des Kommandanten ein, fälschte ein paar Papiere und schon hatten wir einen neuen Sergeant. Hört sich nach Charlie an. Los! Auf die Kühner schießen!
geschafft! Gute Arbeit, Leute! Heilige Scheiße! Ich dachte schon, das war's! Na los, verziehen wir uns! Etwas mit ihm besprechen. Mein Name ist Charlie Tent. Du bist sicher Joseph. Woher weißt du das? Malikov. Joseph. Er ruft nach dir, seit wir ihn gefunden haben. Sie ist infiziert. Habt ihr Penicillin? Hm. Hm. Es gibt da ein Problem. Unser Flugzeug ist irgendwo da draußen, ohne Treibstoff. Was willst du? Eine neue Energiequelle. Die gleiche, die sie in den Feindschiffen verwenden. Feindschiffe, wie? Ja, nicht ganz einfach. Das Leben ist einfach, Joe. Man kämpft oder man stirbt. Aufgrund der Tatsache, dass du noch atmest, bist du wohl ein Kämpfer. Wie wir. Habe ich recht?